Sollte die Partei Rassemblement National die vorgezogene Neuwahl in Frankreich gewinnen, wird Jordan Bardella Ministerpräsident. Das hat Marine Le Pen, die wichtigste Politikerin der Rechtsaußenpartei, angekündigt. Gemeinsam wollen die beiden eine möglichst breite Mehrheit gegen Präsident Emmanuel Macron bilden. Ich glaube, wir haben eine Chance historique de permettre au camp national de remettre la France sur les rails. Et pour cela, il faut être capable de rassembler. Das sagte Le Pen im französischen Fernsehen. Ben, je suis une femme de vérité, moi. J'ai toujours dit aux Français que depuis des mois, nous travaillons avec Jordan Bardella dans le cadre d'un couple en réalité exécutif et nous travaillons dans le but de remplir au mieux les fonctions que les Français nous confieraient. Mais là, c'est Moi, un... vous le savez, vers la présidence de la République, lui, vers Matignon. Il n'y a aucune raison de changer Ah, si, cela. il y en a... Der 28-jährige Bardella gilt als aufgehender Stern des Rassemblement National. Schon als Jugendlicher verehrte Le Pen und engagierte sich für die Rechtsaußenpartei. Sogar so sehr, dass er nie einen Beruf erlernte. Mit 23 Jahren zog er als Abgeordneter ins Europaparlament ein. Nun könnte er zu einem gefährlichen Herausforderer von Präsident Macron werden, der nach einer Niederlage bei der Europawahl vorgezogene Parlamentswahlen angekündigt hat. Diese werden bereits Ende Juni stattfinden.